Michael Gogel, vor der Etappe konnte man sagen, ja, das sieht eigentlich nach einem Sprint aus, aber zumindest euer Team hatte da was dagegen. Ja, also natürlich sind wir auch hier zum Radrennen fahren und nicht nur den Sprint für die Sprintmannschaften hergeben. Wir haben leider Timo verloren, der konnte nicht mehr starten. Und deswegen haben wir gesagt, wir fahren einfach offensiv, ja. Wie sah dann der Plan konkret aus? Direkt gucken, wann eine Gruppe geht, oder wie hattet ihr euch das zurechtgelegt? Also gleich am Start bin ich auch mitgesprungen, aber da haben die gleich alles kontrolliert und im Keim erstickt eigentlich. Und als es dann zur Rennhälfte eigentlich wieder losging, das waren gar nicht wir, aber dann haben wir halt gesagt, okay, fahren wir mit. Und ja, dann war ich halt mit einem zweiten vorne. Wir haben dann ein bisschen gepokert, weil hat keinen Sinn ergeben, sofort alles reinzuwerfen. Aber Bora hat einfach zu hart kontrolliert und es war dann nichts möglich natürlich dann. Und zwischendrin war es ja so, dass ihr auch teilweise mit zwei Kollegen angegriffen habt. Ist das was man sich dann auch so zurechtlegt? Komm, alleine ist ja schwierig, lass mal zu zweit losfahren. Ja, also wurden wir wieder gestellt und dann ging es den Hügel hoch und dann habe ich zu Nicola gesagt, komm, jetzt fahren wir nochmal los. Und dann haben wir eine Zweierattacke gestartet, aber ging dann auch nicht weg. Und dann hier auf der Runde war es dann ziemlich hektisch. Alex ist leider gestürzt, ich hoffe, der ist okay. Quinten wurde dann Dritter, also ja, schon eigentlich ein solider Tag für uns dann. Danke.